Hallo, Freunde des Radsports und herzlich willkommen zurück in unserer Pro Cycling Karriere mit Bernhard Eisel. Wir haben unser erstes Etappenrennen mit der Vuelta Asturias gewonnen. Das ist schon mal sehr schön, dass wir das mal haben. Jetzt haben wir hier oben drei Einsen stehen und insgesamt bei den Siegen eine 3. Und als nächstes stehen hier für uns zwei Klassiker im Continental-Bereich in Norwegen an. Und es sind auch noch zwei Hügelklassiker. Also unter Umständen geht da wieder mal was für uns. Interesse müsste sich eigentlich nochmal entwickeln, oder? Ja, da ist es auch schon gekommen. Na, lassen wir erstmal stehen. Vielleicht entwickelt sich das Interesse ja jetzt noch zweimal. Der Monat ist auch schon wieder vorbei. Dann sind wir noch 72 Punkte von Stufe 7 weg. Und dann dürfen wir World Tour Rennen fahren. Das ist auch schon mal echt toll. Ich glaube, ein Ziel darf ich hier nicht mehr reinsetzen. Ne? Nee. Es wäre jetzt auch zu knapp. Naja, 87 Fitness haben wir ja jetzt mittlerweile schon wieder zusammen. Dann bleiben wir hier in dem grünen Bereich. Kriegen wir auch Sprint ein bisschen schneller nach oben. Also, stimmt ja. Jetzt geht's ja mit den interessanten Kontakten los. Den Mai haben wir jetzt erreicht. So, da hatte ich schon mal einen drauf gegeben. Ich glaube, ich bleib dabei bei dem holländischen Team hier. Toots Sporbed Cycling Team. Kriegt er hier den nächsten Punkt drauf? So, jetzt können wir das wegmachen. Na, Judy, ey, dann machen wir das auch alles weg. So, wie viele Punkte haben wir jetzt wieder gekriegt? Wieder 5? Ja, 5 haben wir im Moment. Sollte ich vielleicht mal bei der nächsten Stufe was draufnehmen, denn wir haben im August, kommt nach der Portugal-Rundfahrt, haben wir hier so einen großen Bereich, wo nichts ist und hier kommen dann nur zwei Klassiker. Da sollten wir uns nochmal ein paar Rennen gönnen. Deswegen wahrscheinlich den nächsten auf die Punkte geben. Wieder dahin kommen, wo wir sind. So, und jetzt geht's rein in den ersten Klassiker in Norwegen. Sandvolden Classic. Da sind wir auch schon angekommen. Und nach diesen beiden Klassikern, dann in der nächsten Folge steht unser erstes Pro-Rennen an. So, von denen, die wir mitnehmen, wissen wir auch wieder komplett gar nichts. Dieser Fahrerspiel, der ist schon so oft mitgefahren. Noch nicht mal ein Kreis hier. So, dann mal für euch das Magazin und schaut euch das an. Wir sind hier der Top-Favorit. Naja, dann hoffen wir mal, dass wir das Rennen gewinnen können. Ladies and gentlemen, hello and welcome. It's an undulating route, so it will be a tactical race. Ja, und damit herzlich willkommen im strömenden Regen mal wieder zum Sandvolden Classic in Norwegen. Ey, super! Wir haben wieder minus 2 eingefahren. Sollen auch nur unter die besten 3 kommen. Wahrscheinlich, weil wir minus 2 haben. Ansonsten hätte er wahrscheinlich gesagt, wir sollen das Ding gewinnen. Tja. Ich habe keine Ahnung. Ja, du stehst direkt neben mir. Das hatte ich jetzt zu meinem Beschützer gemacht. Du bewachst mal den Dernbauer. Und du bewachst mir mal den Fahrerspiel. Die beiden, die ich beschützen lasse, sind zumindest auch von der Nummer her 2 und 3. Sind auch beide hinten. Dann können wir direkt loslegen. So, kann wir hier auch erstmal sitzen bleiben. Dann ab in die Action. Da geht auch schon der erste vom Bingo ab. A surprise attack. He's probably just trying to force his teammates away from the bunch. Wird noch von drei weiteren verfolgt. Wir gehen mal eine Cam weiter zurück. Da gehen die nächsten 1, 2, 3, 4 ab. 5, 6, 7. Aber ich glaube, das Feld fährt jetzt schon Tempo. Naja, keine Ahnung, wie viele Leute sie nicht mögen, aber mindestens den Australier hier mögen sie nicht. Das war auch der Einzige. Die anderen neun lassen sie gehen. Ja, ist sehr ruhig. Durch das Gendarmerie-Motorrad können wir leider nichts sehen.
Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Dann gehen wir mal in die Camp, weil das Spiel ist nämlich auch schon da. Und er führt hier. Nö, du führst hier gar nicht. Später vielleicht mal. Ja, fährt er noch weiter nach vorne? Bleibt mal auf jeden Fall hier. Genau wie du. Ja, dann ist die Gruppe weg. Und wir haben unser Team gesammelt. Und ich sage mal so, ab dem Hügel hier, so kurz hinter der Hälfte des Rennens, da nehme ich euch dann wieder mit rein. So Leute, ich nehme euch wieder mit. Das Wasser ist unterwegs und wir gehen gleich rein hier in den nächsten Hügel. Tempo ist auch schon angezogen. Abstand wird immer kleiner. Wasser haben alle bekommen. Und ich würde jetzt gerne ein bisschen weiter nach vorne kommen. Kein Bock, wenn das Feld reißt, davon betroffen zu sein. So, aber da ist noch 3,5 Minuten bis nach vorne sind, dann setzen wir hier auf jeden Fall mal. Ja, Puls, orange. Ja, gelb leidet ein bisschen. Wahrscheinlich auch wegen unserer Minus-2-Form. That looks like a really bad fall. It's a shame, but he's not going any further. Ein Helfer von uns gestürzt. Der kann, denke ich mal, alleine fahren. 72 Mann da in der Gruppe, wo der jetzt ist. 33 nur noch bei uns. Über eine Minute schon Rückstand. Ja, dann können wir erstmal weiter seppen nach der Schrecksekunde. Na, wird kleiner zu A1. Nach vorne noch fast 3 Minuten. There's another rider with a puncture. The sides of the road are not a tire's best friend. So, ein klein wenig flach und dann geht's auch schon wieder nach oben. Ja, und jetzt, wo es nach oben geht, wird der Abstand zu A1 auch gleich wieder größer. Jetzt hat sogar der Rote gelitten bei Bernie. Und dann sind die nächsten zwei aus unserer Gruppe rausgeflogen. Die fahren ja schon ganz gut Druck. Und da leidet unser Roter schon wieder. Fast bis auf die Hälfte weg. 28 noch in unserer Gruppe. Ja, jetzt passiert irgendwas. Oh my, that's a spectacular fall. War das vorne in der Gruppe? Weil dann liegt ja nämlich gleich irgendwo einer auf der Straße unter Umständen. So, der hat's auch hinter sich. Dann machst du mit dem Beschützen weiter hier. Jetzt kommt zumindest von der Länge her der härteste Anstieg. Gut und gern mindestens doppelt so lang wie die anderen. Oh, nochmal Runde. There's a breakaway. Aha, Angriffe. Joseph. Der Puls ist zwar hoch, aber also teilweise kommt es mir ziemlich langsam vor. Ich denke mal, wenn es da gleich die Abfahrt runter geht, dann werde ich die beiden mal in die Führung geben. Alter, wieder leidet der Rote. Ich meine, die fahren hier super Druck. Ich glaube, ich lasse das lieber doch. Puls war eben im roten Bereich. Selbst bei Bernie. So, jetzt lässt er hier schleifen. Punkt fahren.
riders are in a portion above 10%. Apparently, there's another puncture. Your riders really should pay more attention to their choice of tires. 87 Punkte und die setzen sich da sogar ab. Da bricht aber zum Glück einer zusammen. Naja, die beiden vorne können schon nicht mehr. Ja, wir bleiben ja auf jeden Fall gut dran. Mit 85 können wir das halten hier, das Tempo. Ja, da können wir wieder auf Gruppe Halt machen. So, Fahrerspiel ist auch schon fertig. Der kann nicht mehr. Wir haben Hälfte gelb knapp verloren. Wie weit ist noch nach vorne? Boah, welche Gruppe sind wir denn da? Eine Minute. War jetzt auch schon nur noch eine halbe Minute. Da vorne sind sie gerade um die Kurve gefahren. Boah, jetzt geht es einmal schön Abfahrt runter. Ich glaube, Wasser brauchen wir nicht mehr. So, ihr beiden fahrt auch für euch alleine. Fahrerspiel hat sich auch schon wieder ganz gut erholt. 23 in unserer Gruppe noch. Haben sie auch Tempo rausgenommen. Die lassen die 5 da vorne verhungern. I think I saw a few riders on the ground. Die nächsten beiden gestürzt. Also unser Gelber ist voll. Da können wir nicht klagen. Holy cow, that was a fall. Aus dem Sattel. Jetzt fahren sie irgendwie weg. Die ist doch bestimmt gleich wieder aus dem Sattel. Zack, habe ich doch gewusst. So, den haben wir auch geschafft. So, jetzt kommt noch mal eine kleine Welle. Und dann kommt auch schon der letzte Hügel. The riders are going through a very tough portion with percentages above 10%. Oh, der hier stört uns. Er fährt wieder zu uns. Hat man richtig gemerkt, wie die vorne so ein bisschen weggezogen sind, weil wir hier hinter dem festgehangen haben. So, jetzt geht die wieder so brutal aus dem Sattel. Warum darf der jetzt keinen Punkt machen? So, Bernie mal ran. Jetzt darf er Punkt machen. So, kann noch so einigermaßen mithalten mit 85. Jetzt fahren sie ein bisschen weg. Aber er muss auch nur mithalten. Noch kommt nicht der steile Abschnitt. Geht nochmal ohne. Bernie wieder einer dazwischen gefahren. The riders are entering the last 15 kilometers of the stage. Entschuldigung. Jetzt hier rum, nochmal so eine kleine Welle. Geht immer hoch und runter, ja. Jetzt ziehst du noch ein bisschen durch, so und stäbchen. Ausbremsen brauchst du die anderen, glaube ich, nicht. Wir checken die Lage mal erstmal mit 85. Ne, müssen schon 87 fahren. Selbst das reicht nicht richtig. Ja, es ist wahrscheinlich unserer miesen Form geschuldet. So, der ist aus der Gruppe raus. Kann auch für sich alleine fahren. Der da vorne bricht doch zusammen, Alter. Und ich komme da mit 89 nicht ran. Das ist so übel. The finish line is getting close. The riders just passed the 10 kilometers road sign. Sieht uns sogar immer noch rot ab, obwohl er nicht mehr kann. Das ist echt übel, ey.
Power was hier. So, jetzt kommt noch mal einer. Ganz kurz vorm Ende kommt dann noch einer, der dann ein bisschen steiler ist. Tja, wenn ich hier von irgendjemandem was wüsste. Vielleicht komme ich ja jetzt mal an dem vorbei. Wie gesagt, der konnte eigentlich nicht mehr, ey. Hier dürfen wir uns noch ranhängen. And he spurts away from the group. He's going for victory. Ranhängen ist immer ganz schlecht. Das kostet viel zu viel Luft. There are just 5 kilometers left. Jetzt 5. Jetzt hängen wir uns ran, jetzt wo der Anstieg zu Ende ist. Falling behind. A team leader is falling behind. Pole, Italiener, Norweger und noch ein Italiener und ein Österreicher hier. Jo, und jetzt schieße ich aber durch. Das müssten wir jetzt reißen. Den hier mal. Aber man darf leider schon nur sprinten. Das ist voll ätzend. This climb is feared by many riders. The percentages are very high. Noch mal. Häng nicht da mal ran. Alter. Das ist ja übelst, Alter. Wie du uns stehen gelassen hast. Ach, da hätte ich auch wieder viel eher sprinten müssen. Das habe ich selber wieder verkackt. Ich habe ja noch fast Hälfte rot. Oh mein Gott, wenn man das immer wüsste hier mit diesem Zielankünften. Scheiße, 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 ey. Leider nur einen vierten gemacht. Aber naja, mit guter Form hätten wir, denke ich mal, an dem letzten Hügel angreifen können und hätten das geschafft. So sind wir ja leider gar nicht weggekommen. Da, nochmal der Zieleinlauf. Ja, diese, ne, also was weiß ich hier, 200 Meter vorm Ziel, dann immer diese Kurven, das ist immer so ätzend, weil man da halt nicht voll durchsprinten kann. Tja, und eben, ne, dass er hier, wo ich mich dann rangehängt habe, dass er dann so eine große Lücke aufreißen lässt, jetzt kriegst du halt nicht mehr zugefahren. Ja, schade, schade. Beim ersten Rennen hat es schon mal nicht geklappt. Gucken wir mal, wie das zweite läuft. Naja, vierten, dritter sollten wir werden, ne? Ja, das findet er unterdurchschnittlich. Knallt er trotzdem ein paar Pünktchen raus. Jo, dann gehen wir gleich rein in den nächsten Continental-Klassiker, auch in Norwegen. Und diesmal sind wir beim Ringerike Classic. Ja, wir wissen wieder von niemandem irgendwas. Immer das Magazin. Der Bernhard ist wieder Top-Favorit. Mal sehen, ob wir diesmal unserer Favoritenrolle gerecht werden. Greetings to all. The profile of the route is a fairly mixed bag, so everybody should find a section to their pleasing. Ja, und damit herzlich willkommen zum nächsten Rennen hier in Norwegen. Wir sind ja wieder Top-Favorit. Diesmal ist es auch ein richtig schönes Hügelrennen. Nuller-Form eingefahren. Wir sollen das Rennen diesmal gewinnen. Ich denke mal, das hätten wir bei dem anderen auch schon machen müssen, wenn wir nicht so eine schlechte Form gehabt hätten. Ja. Wissen tun wir ja von keinem wieder irgendetwas. Dann beschützt du mal Bernie. Du beschützt mal Zingerle. Tja, und du beschützt den Dernbauer. So, der ist auch schon vorne. Kannst du gleich vorne bleiben. Ja. Bernie ist auch vorne. Auf geht's.
von der Platzierung her sieht das schon gar nicht so schlecht aus. Die ersten Angriffe gehen ab. Wir gehen in die Action. There's a few riders jockeying for position at the front. Der erste Holländer ist unterwegs. Fairburg. Der wird noch von mindestens vielen verfolgt. Ja, jetzt sogar noch von noch mehr. Da gehen noch weiter Angriffe ab. Dernbauer kämpft sich hier bei uns schon nach vorne. Aber ein bisschen hängt er noch zurück. So, die wollten gerade auch noch weg, wurden wieder eingefangen. Jetzt sind 8 Leute weg. Tempo ist sehr, sehr gemächlich. Können wir nach der Welle vielleicht erstmal unser Team sammeln. Oh, jetzt ist Dernbauer ja doch schon da ganz vorne. Nö, 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 nö. Du machst hier gar nichts. There's now more than a minute between the breakaway and the pack. Zingale ist auch schon vorne. Jetzt müssten wir den eigentlich nur noch mal ein bisschen von den Führenden wegkriegen hier. Aber dann haben wir auch unser Team schon gesammelt. Ja, dann würde ich mal sagen, ich cutte euch das raus und wenn es dann hier hinten in die Hügel reingeht, da seid ihr dann wieder dabei. So Leute, wir nähern uns so langsam den letzten 3 Runden mit den Hügeln und da seid ihr jetzt wieder dabei. Die nach vorne, die haben immer noch 3,5 Minuten. Wir haben allerdings auch noch eine ganze Ecke über 70 Kilometer zu fahren. Ich denke mal, die ersten Hügel können wir auf jeden Fall mal noch durchseppen. Oh, der Puls geht schon ordentlich nach oben hier beim ersten Mal. Was macht das Feld? Naja, hier wird es schon ein bisschen dünner nach hinten hin. Oh, schon im nächsten Hügel drin. Ist immer einer so ein bisschen übler und einer dann ein bisschen leichter. Und dann in der dritten Runde haben sie dann noch so einen Special-Hügel für uns parat. Hier diese eine Spitze, das ist dann das steilste. Jetzt stellen wir sie mal alle schon mal ein bisschen höher ein. Es fällt auch jetzt schon auseinandergerissen. ...240 immer noch. Das ist halt ganz schön viel. Ach kommt, ey. Wir geben jetzt hier mal welche rein. Also, die mal in Gruppe 3. Euch mal in Gruppe 2. Und nach dem Hügel lassen wir Gruppe 3 mal schon mal ein bisschen schruppen. Ah, musste Bernie ganz kurz aus dem Sattel. Und jetzt wahrscheinlich gleich nochmal. Hier vorne gehen alle aus dem Sattel. Und jetzt geht auch Bernie raus, aber wieder nur ganz kurz. Oh, der scheint aber richtig schlecht am Hügel zu sein. Den nehmen wir mal aus Gruppe 2 raus. So, Gruppe 3. Fangt mal an zu schrubben hier. Dann nutze ich den für Bernie. Ach kommt. Fahrt 89. 43 Mann in unserer Gruppe. Wasser werden wir wahrscheinlich sogar nochmal brauchen. Am besten nach dem nächsten Hügel. Ich meine, bei nur 43 Mann in unserer Gruppe müsste das ja eigentlich schnell erledigt sein. Das war jetzt nur die Vorwelle. Oh oh, da kribbelt es in meiner Nase. Unter Umständen muss ich gleich mal einen rausknallen. Tja, bleibt so bei 2 Minuten der Abstand. So, jetzt kommt der Hügel. Bleibt der Bernie nicht ganz dran. Wir müssen hier wieder alle aus dem Sattel. Jetzt Bernie auch. Grob 1,5 Minuten nach vorne. Oh, the pace is too hot for certain riders.
So, lass uns mal kurz gucken, ey. Sitzt noch irgendwer weiter hinten? Nee, leider nicht. Keine Ahnung, ob der das schaffen würde. Zum einen macht ihr mal 87. Ja, ich glaube, ich nehme ihn hier. Komm, Junge, es sind nur 40 Mann in unserer Gruppe. Du wirst ja wohl mal schnell Wasser nach vorne kriegen. Also, es ist mir viel zu weit hinten. Bin allerdings schon ein paar Mal bis nach vorne gefahren. Er lässt immer wieder schleifen. Obwohl er noch ziemlich viel Saft hat. Mal ein bisschen zappen bis zum nächsten Hügel. Kriegt auch immer wieder von irgendjemandem einen Schlag mit. Jetzt hier wieder von Tartaletto. Ist ab Punkt hier. Jetzt ist. Du willst da rechts durch, drei Leute ziehen hier vor die Karre. Ich kann ja gar nicht dranbleiben, ja. Komm nicht nach vorne. Noch ein Versuch jetzt. Ja, es war mir direkt klar, dass der mich nicht durchlässt. Vorne angekommen. Kannst jetzt mal bitte vorne bleiben. Das wäre echt nett von dir. Und wir gehen mal Gruppe 2 auch schon mal mit rein. Das ist jetzt nicht zu fassen, ne? Der ist jetzt schon wieder weiter zurückgefallen. Und fällt immer weiter zurück. Nächster an ihm vorbeigefahren. Das ist auch nochmal richtig steil. Das ist hier diese ganz rote Spitze. Entweder schrubbt er da so doll oder er greift an. Ich fahre jetzt hier auf jeden Fall mal zack nach vorne. Stöpschen. Du kannst nämlich noch führen. Du führst jetzt hier. Der nicht mehr, der nicht mehr, der nicht mehr. Er hört schon mal auf jeden Fall alle auf. Der ist noch relativ gut dabei. Ah, fahr erstmal lieber ran. Der ist auch noch ganz gut dran. Ah, Zingern ist am besten drauf. So, du dahinter. Du deine. Nimm Bernie mit. Du fährst mal lieber Punkt. So, ein Angriff, ne? Ja. Haben wir aber verpuffen lassen. Zug steht, da kommt der nächste Angriff. Also wieder aufdrehen hier. Another attack. Komm mal, glaube ich, auch nicht so richtig weg. Müssen wir eigentlich haben. Und haben wir auch. It's in such percentages that the strongest can create some gaps. Du raus. Dafür kommst du. Kommt noch ein kleiner. Ja, wohl, eigentlich ist das jetzt die beste Möglichkeit. Warte mal, wir machen mal so. Du drehst Rode. Der ist jetzt ja hier nochmal richtig steil. Du drehst auch, ohne. Kannst dich da mal mit ranhängen. Du musst genau dasselbe. Vielleicht halten die dann nämlich die anderen Leute auf. Wir nehmen den Wusler rein. Und. Those guys up front aren't going to be making too many friends today. Den ganzen Hügel hoch, so Stöpschen. Ihr fahrt alle für euch alleine.
20 Sekunden haben wir. Stromlinie kann ich dann aber noch nicht nehmen. Greifen noch einen Tick an. So, jetzt nimmst du den hier. 30 Sekunden. Ein bisschen bergab geht's gleich auch nochmal. Tja, 29. 10 kilometers to the finish line. Letzten 10. Strömlinchen rein. 89, mal gucken. 21 Sekunden. Ist aber zu schnell. Wieder runterdrehen. Boah, was ist das für eine Abfahrt, ey? Was geht's hier auch mal ein bisschen runter? 30 Sekunden. Mal gucken, ob wir das halten können. 37 Sekunden. The finish line is getting close. The riders just passed the 5 kilometers road sign. Letzten 5. Boah, 41, es wird mehr. Das sieht nicht schlecht aus. Da können wir auch 89 fahren, denke ich mal. Da vorne ist die 1-Kilometer-Marke und wir haben 50 Sekunden drauf. Das ist es. Macht der Bernie hier ganz alleine klar. Uhuhuhu, schönes Ding, Bernie. Einmal den Bogen nochmal raus hier. Da kommt der Bogen genau auf der Ziellinie. Nächstes Sieg für Bernie. He was certainly the fastest today. Nishin. The race is run, but the poor souls bringing up the rear continue to cross the line. It's a bit of a knock for the morale. Ja, Leute, tut mir leid. Zielcam geht leider wieder nicht. Hier unten vielleicht. Nö. Nur mal kurz testen, ob das funktioniert. Ich mache jetzt wieder einmal hier. Dish. Bam. Nee, Zielcam gibt das nicht. Eigentlich ziemlich schade, ne? Weil es eine mit der wichtigsten Camps ist. Da kommen erst die anderen hier. Bernie, ganz alleine hat das gemacht. Ah, hier kann man den auch mal in voller Länge sehen. Ah, und das zweite Mal, den nimmt er gar nicht, sondern nimmt direkt den Bogen, so wie ich auch geklickt habe eigentlich. Ja, weil es so schön war, außen Hubschrauber nochmal. Ja, hat noch die 1 bekommen. Und da reckt er die Arme in die Höhe. Und zückt nochmal den Bogen und die Siegerehrung. Nächsten Sieg für unseren guten alten Bernie. Denk mal wirklich, mit einer besseren Formel hätten wir wahrscheinlich das erste Rennen gewonnen. Und durch unsere gute Leistung mit Bernie haben wir auch das Team auf Platz 1 gebracht. Ja, sehr geil. Jubel, Trubel, Heiterkeit. Tja, das sollten wir gewinnen. Da wird es wahrscheinlich nicht so viele Punkte geben. Ja, gibt es nur 13 für. Ja, 54 Punkte noch bis zu unserer nächsten Stufe. Die könnten wir ja dann bei unserem ersten Pro-Rennen, was wir fahren, durchaus vielleicht reinholen. Vielleicht sogar noch ein paar mehr. Aber naja, das ist alles Zukunftsmusik, denn das seht ihr erst in der nächsten Folge und dafür müsst ihr wieder einschalten. Bis dahin, bis dann und Cherry.